Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 10. Meine Brüder hat er von mir entfernt. Meine Bekannten sind mir entfremdet. Hiob, Kapitel 19, Vers 13. Irene zog ihren wollenen Umhang enger um sich und bog zögernd um die nächste Straßenecke. Als sie aus Valenkas aufgebrochen war, war ihr dieses Unterfangen wie eine gute Idee vorgekommen. Inzwischen war sie sich dessen nicht mehr so sicher. Orlak, der Fischhändler, der alle paar Wochen einmal mit seinem rumpelnden Wagen Station in Valenkas machte, hatte sie auf die Idee gebracht. Während sie durch die überfüllten Straßen von Millau schritt und über ihr Gespräch mit dem grauhaarigen Kaufmann nachsann, strich sie geistesabwesend über die Feder von Hiobs verlorenen Schwingen, die sie an einer Schnur um den Hals trug. Sie hatte sie in der Nacht an sich gebracht, in der sie und ihre Mutter die Flügel verscharrt hatten, hatte dies aber Hiob gegenüber nie erwähnt. Ihr Ziel lag in der Hafengegend von Millau, und sie wünschte sich, sie hätte wie viele der Männer, denen sie begegnete, ein Schwert gehabt oder doch zumindest das Fischermesser ihres Mannes mitgenommen, das sie daheim in der Kommodenschublade aufbewahrte. Viele der rauen Seeleute erinnerten sie an die Söldner, wegen deren Überfall sie jetzt hier war. Der Gedanke daran jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Nach längerem Suchen entdeckte sie jenseits einer breiten Straße das Gasthaus Le Loup, das ihr Orlak genannt hatte. Sie blieb eine Weile auf dieser Seite der Straße stehen und beobachtete den Eingang. Einst musste es ein gehobenes Hotel gewesen sein. Heute jedoch blätterte die Farbe von dem früher sicher prächtigen Blechschild mit dem Bild eines Wolfes. Es war zur Hälfte von einem großen Plakat überklebt, das schon von weitem kundtat, dass das Gasthaus von den örtlichen Verwaltungsbeamten der angelitischen Kirche eine uneingeschränkte Lizenz zum Ausschank von Alkohol erteilt bekommen hat. Offenbar schien der Wirt von dieser Lizenz auch regen Gebrauch zu machen, zumindest nach der Zahl der betrunkenen Gestalten zu urteilen, die schon zu dieser frühen Stunde immer wieder aus der Tür in der Mitte der breiten Fassade des alten Gebäudes getorkelt kamen und im regen Straßenverkehr aus Fahrrädern, Ochsenkarren, Rikschas, einzelnen Reitern und zahlreichen Fußgängern untertauchten. Weißer Rauch stieg aus dem Kamin des Gasthauses mit dem Wolf in die sommerliche Abendluft. Merkwürdig. Kaminfeuer an einem so warmen Abend? Nun, Orlak hatte ihr gesagt, dass der Wirt etwas verschroben war, ihr aber wohl würde weiterhelfen können. Er höre zwar, hatte der Kaufmann gesagt, auf den schönen deutschen Namen Karl, sehe aber ansonsten nicht nur so aus wie ein waschechter Südfranzose, sondern sei auch genauso schlitzohrig. Irene war sich nicht sicher, ob das Gutes verhieß. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag schüttelte sie entschlossen den Kopf und machte sich daran, die vom gerade versiegten Nachmittagsregen aufgeweichte, breite Straße zu überqueren, auf deren anderer Seite Le Loup lag. Eine schmale Treppe führte zur überdachten Veranda des Gasthauses hinauf. Cora, Bedienung, Barfrau und gelegentliche Lebensgefährtin des Wirtes, wischte gerade die runden Plastiktische ab. Sie sah die fremde Frau über die Straße kommen und hielt über einen Tisch gebeugt inne. Neugierig sah sie der etwa Gleichaltrigen entgegen. Ein Wollumhang, wie ihn hier in Millau schon ewig niemand mehr trug, verbarg den Großteil ihrer Gestalt. »Ich suche Karl«, sprach die Fremde sie jetzt unvermittelt an und trat auf die Veranda. Doch Coras Blick blieb an ihrem Halsschmuck hängen. »Ich träume wohl. Ist das die Feder von einem echten Engel?«, fragte sie zurück. Hastig schob die Fremde die lange weiße Feder unter den Wollumhang und wiederholte ihren ersten Satz. »Ich suche Karl.« Auch Schuhe, wie jene, die unter ihrem langen Rock hervorlugten, trug in Millau niemand mehr. Und der Rock selbst war ein wenig zu züchtig,
aber dennoch musste Cora bei ihrem kritischen Musterung feststellen, dass sie eine schöne Frau vor sich hatte. Sie deutete da auf die Tür. »Er ist drinnen, wie immer. Was willst du von meinem Mann?« »Wenn der Hurenbock dir ein Kind angehängt hat, ist er abends die längste Zeit in meinem Bett gekrochen.« »Ich brauche seine Hilfe bei einer Angelegenheit, über die ich ungern mit Fremden spreche«, erwiderte die andere kühl. Sie schien wild entschlossen, sich von Coras Art nicht einschüchtern zu lassen, und erwiderte ihren Blick. Cora entspannte sich und lächelte amüsiert. »Du bist wohl zum ersten Mal hier in Milau, Herzchen. Oder warst du schon ewig nicht mehr in einer Stadt?«, fragte sie. »Ich war erst zweimal hier, zu meiner Hochzeit und zur Taufe meines Sohnes«, gab Irene zu. »Und beides ist lang her. Du kommst von der Küste, nicht? Der älteste Sohn meiner Schwester ist Fischer und mein Vater war auch einer. Ich heiße Cora«, sagte die Barfrau und blies sich die roten Locken aus dem Gesicht. Sie wischte sich die Hand an der Schürze ab und hielt sie der anderen zum Gruße hin. »Ich bin Irene. Ich bin von Valenkas hierher gekommen, um deinen Mann zu treffen.« »Na dann mal los«, grinste Cora und öffnete mit großer Geste die Tür. Der Schankraum des Loop war niedrig und verwinkelt, wie die meisten Gaststuben in Milau. Obgleich draußen die Dämmerung noch nicht richtig eingesetzt hatte, herrschte schon recht viel Betrieb. Vielleicht eine Folge der zahlreichen Schiffe, die Irene im Hafen gesehen hatte. »Erst bei Einbruch der Dunkelheit wird es so richtig voll«, erklärte ihr Cora und wies auf einen der Hocker am Tresen. »Setz dich einstweilen dahin, ich sage Karl Bescheid.« Damit verschwand sie. Ihr eng geschnürtes Mieder trug sie wie eine Rüstung. Überhaupt sah sie so aus, als sei sie für die Arbeit hier geboren. Irene musste eine Viertelstunde an der Theke warten, bis ein kleiner Mann mit wettergegerbtem Gesicht aus der Küche kam, der sehr gut zu der Beschreibung passte, die Orlag ihr in Valenkas gegeben hatte. Mit einer stummen Geste bedeutete er ihr, ihm zu einer Nische im hinteren Bereich des sich allmählich füllenden Schankraums des Loop zu folgen. Der drahtige Mann mit dem ausladenden grauen Schnurrbart ließ sich am Tisch in der Nische nieder und wies immer noch schweigend auf den Platz ihm gegenüber. Dann wischte er sich die Hände an der fleckigen Lederschürze ab und sah sie wortlos, aber neugierig und erwartungsvoll an. Irene war klar, dass sie nun am Zug war, aber sie wusste nicht recht, wie sie das Gespräch anfangen sollte. Schließlich brach sie zögernd das Schweigen. »Ich suche einen Mann namens Wittgenstein, ein gemeinsamer Bekannter, denke ich. Orlak, der Fischhändler, sagte, du könntest mir vielleicht weiterhelfen. Er sagte mir, du wüsstest vielleicht, wo ich diesen Wittgenstein finden könnte.« Der kleine Mann betrachtete mich jetzt mit unverhohlener Neugier. Eine Spur von Spott blitzte aus seinen Augen. »Wittgenstein? Ja, ich denke, ich habe den Namen schon mal gehört. Und wenn ich dir helfen könnte, ihn zu finden, nur mal angenommen, was will eine junge Frau wie du von einem Kerl wie ihm? Ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, um unliebsamen Verehrern eine Lektion zu erteilen.« »Hey, Carlos, mein alter Freund, gib uns was zu trinken.« Lärmend quoll eine Traube bereits stark angetrunkener iberischer Seeleute in den Loop und verlangte lautstark nach mehr Reisschnaps. Und es geschah das, was Irene am meisten gefürchtet hatte. Der Wirt unterbrach das Gespräch und erhob sich. »Vorerst nur noch eines, junge Frau.« Er beugte sich im Aufstehen noch einmal kurz zu ihr herunter. »Mein Freund Wittgenstein führt ein sehr gefährliches Leben, und es ist nicht meine Art, Freunde unnötig in Gefahr zu bringen. Wir reden später weiter, und dann wirst du mich überzeugen müssen, dir weiterzuhelfen.« Damit verschwand Karl in der Betriebsamkeit seines Wirtshauses, die in der letzten halben Stunde rapide zugenommen hatte. Danach nahm niemand mehr von Irene Notiz. Niemand außer Cora, die ihr bald darauf mit den Worten »Geht aufs Haus« eine dampfende Blechkanne Tee und eine kleine Trinkschale sowie etwas Kandiszucker hingestellt hatte. Gedankenversunken rührte Irene in ihrem Tee und dachte an Dominik. Immer wenn sie nicht wirklich etwas zu tun hatte,
musste sie an ihn denken und sich ausmalen, wie es ihm wohl gerade erging. Ob Hiob ihn schon gefunden hatte? Sie wurde unsanft aus ihren Gedanken gerissen, als sich jemand an ihren Tisch setzte. Er gehörte zu der Gruppe von Seeleuten, die ihr Gespräch mit dem Wirt zuvor rüde unterbrochen hatten, und warf zur Begrüßung erst einmal ihre Teeschale um, als sie sich neben sie auf die Bank fallen ließ. Alles Blut wich aus Irenes Gesicht, als er sie mit den lallenden Worten »Na, mein Täubchen« ansprach und eine seiner ungewaschenen Pranken durch den vergossenen, lauwarmen Tee auf der Tischplatte zog, während die andere unter dem Tisch auf ihre Oberschenkel zu liegen kam. Der Störenfried war kein Mann, eher ein Junge von vielleicht 16 Jahren, offensichtlich stark angetrunken und mit einem Dolch am Gürtel. »Hey, Nardo, gut so, immer weiter so!« 8 iberische Matrosen waren es gewesen, die vorhin betrunken in den Loop gestolpert waren, und die anderen 7 standen, wie Irene erschrocken feststellte, jetzt in einem Halbkreis um die Nische mit ihrem Tisch und johlten. 3 davon waren nicht viel älter als der picklige Junge, der sie begrapscht und ihr seine Schnapsfahne ins Gesicht blies. Aber die anderen 4 waren wettergegerbte, narbige Veteranen der Seefahrt. Ihr Anführer, der von den anderen Tonka genannt wurde, grinste widerlich und feuerte den betrunkenen Jungen lauthals an. Er mochte um die 30 Jahre alt sein und machte im Gegensatz zu Nardo einen wirklich gefährlichen Eindruck. Sie kannte solche Kerle. Nachdem sie ein halbes Leben lang immer wieder hatte einstecken müssen, hatte sie irgendwann gelernt auszuteilen, und das so richtig. Mit Nardo allein wäre sie schon fertig geworden, aber vor Tonka hatte sie Angst. »Ich bin ein persönlicher Gast der Wirtsleute«, sagte sie beherzt und schob Nardos Hand von ihrem Bein. »Und ich möchte in Ruhe gelassen werden.« Tonka lachte unbeeindruckt. »Benito, los! Halt dir das Messer an die Kehle, damit sie für den Kleinen stillhält! Und du, Carlos, bring noch Reisschnaps! Wir haben Durst!« Seine Stimme war laut und schwer vom Alkohol. Herausfordernd sah er sich in der Schankstube um, aber der Wirt war nirgends zu sehen, und sowohl das Personal als auch die anderen Gäste senkten den Blick, mieden die Konfrontation mit dem berüchtigten Iberen. Verzweiflung ergriff Irene, als sie ihren Blick hilfesuchend durch den Schankraum gleiten ließ. Nur ein Gast saß völlig aufrecht da, hielt seine Porzellanschale mit Reiswein in beiden Händen und hatte den Blick fest auf die dreisten Matrosen geheftet. Er studierte den betrunkenen Tonka, wie ein Medikus eine besonders widerlich entzündete Wunde untersucht. Der Mann hatte lange, ungekämmte Locken von unbestimmbarem Braunblond und trug eine dunkle Drillichhose, die wohl einmal schwarz gewesen sein musste, jetzt aber völlig abgewetzt war, und ein ebensolches Hemd. Der lange Ledermantel in derselben Farbe, der neben ihm über einer Stuhllehne hing, war frisch gefettet und teilte sich den Stuhl mit einem Wachstuchrucksack. Irene konnte erkennen, dass der Mann mit einem dicken Kaufmann zusammensaß, der ihm in die plötzliche Stille hinein hastig für ein Gespräch dankte, aufsprang und zur Tür drängte. Tonka hatte den furchtlosen Fremden ebenfalls bemerkt und ging jetzt funkelnden Auges auf ihn zu. Der Bootsmann, der für die enorme Menge Reisschnaps, die heute schon durch seine Kehle geflossen war, noch erstaunlich gerade ging, baute sich vor dem Tisch des nun Alleinsitzenden auf und schaute verächtlich auf ihn herunter. Die Zeit schien stillzustehen. Niemand verließ seinen Platz, niemand redete, selbst Nardo bemerkte nicht, dass Irene seine erstarrte Hand von ihrer Brust wegschob. Alle Augen im Loop waren nun auf Tonka und den schwarz gekleideten Fremden gerichtet. Der nickte Tonka jetzt zu und sagte spöttisch, »Reife Leistung. 8 Männer gegen eine Frau.«
Tonka ließ unvermittelt beide Hände auf die Tischplatte krachen und warf wutschnaubend die Reisweinkaraffe des Fremden um. Gleichzeitig konnte Irene aus dem Augenwinkel beobachten, wie der Schlachsige mit dem fettigen langen Haar, den der Bootsmann zuvor Benito genannt hatte, sein Messer zog, aber zunächst nur verunsichert in die Runde blickte. Der Schwarzgekleidete sagte ruhig: Du hast meinen Reiswein umgeworfen. Besorg mir schleunigst bei Karl einen neuen und danke deinem Schöpfer, dass du mich in gelöster Stimmung erwischt hast. Das war zu viel. Mit einem Wutschrei warf Tonka sich nach vorne, um den Fremden am Kragen zu packen. Jetzt ging alles sehr schnell. Wie der Blitz sprang der Mann vom Stuhl auf, der dabei krachend nach hinten fiel. Noch bevor der Betrunkene ihn erreichte, hatte er ihm mit beiden Händen die Tischkante mit aller Wucht in den mageren Leib gestoßen. Tonkas Rippen knirschten. Keuchend klappte der Anführer der Seeleute vorwärts auf den Tisch und sein Gegner fing mit einer geschickten Bewegung die langzinkrige Gabel auf, mit der sein Gesprächspartner noch vorhin Langustenpanzer geöffnet hatte und die jetzt durch die Luft wirbelte. Er rammte sie durch Tonkas linke Hand und nagelte ihn an die hölzerne Tischplatte fest. Tonka brüllte vor Schmerz auf. Einer der vier Jungen aus der Gruppe versuchte, seinem Bootsmann zu Hilfe zu eilen, bereute seine unvorsichtige Idee, aber noch im selben Moment. Der Schwarzgekleidete brauchte bloß einen halben Schritt beiseite zu machen, um seinem gestiefelten Fuß aus der Drehung präzise zwischen die Beine des Heranstürmenden zu rammen. Als der junge Mann daraufhin aufheulend zu Boden ging, wandte der Fremde, von dem Irene jetzt erkennen konnte, dass er hochgewachsen und eher sehnig als muskulös war, sich gelassen der verbleibenden Sechsertruppe zu. Nardo hatte mittlerweile ganz von Irene abgelassen und drängte sich stolpernd an seinen Kumpane. Irene beobachtete den Fremden jetzt genau. Mit seinen blauen Augen zeigte sich keine Gefühlsregung. Die Matrosen schienen langsam zu begreifen, dass sie in ihrem angetrunkenen Zustand keine Gegner für diesen Mann darstellten. Und sie alle blickten nervös vom Ausgang zu ihrem am Boden liegenden Kameraden. Langsam, fast beiläufig, schlenderte der Fremde auf sie zu. »Dieses Messer da ist gefährlich. Steck es weg. Jetzt. Und ich sage das nur einmal.« Die Botschaft schien Benito nicht so recht zu erreichen, denn er stieß nur einen Wutschrei aus und stürzte sich auf den Schwarzgekleideten. Sein Rausch ließ ihn mit unkontrollierter Kraft zustoßen, doch der andere nahm Maß, schlug mit der flachen Hand zu und brach ihm die Nase, ehe das gezackte Messer seinen Körper auch nur berühren konnte. Blut spritzte, und auch Benito ging schreiend zu Boden. Die restlichen Matrosen hatten es jetzt eilig, ihre Verwundeten einzusammeln und sich unter gemurmelten Verwünschungen, Flüchen und halbherzigen Racheandrohungen aus dem Loop zurückzuziehen. Irene erhob sich langsam aus der Nische. Alle Blicke ruhten immer noch auf dem Mann, der jetzt direkt vor ihrem Tisch stand, und im ganzen Schankraum begannen die Leute jetzt zu tuscheln. »Wie ich sehe, ist ihnen nichts passiert.« In seiner Stimme lag fast so etwas wie Belustigung. Seine gerade, aufrechte Haltung, als er ihr zur Begrüßung die Hand hinstreckte, mochte so gar nicht zu seinem restlichen Erscheinungsbild passen. Überhaupt erinnerten seine präzisen Bewegungen Irene an die angelitischen Templer, die sie einmal auf dem Markt in Nocille gesehen hatte. »Irene«, murmelte sie etwas irritiert und nahm die ihr dargebotene Hand. »Ich bin Wittgenstein«, sagte er und hielt ihre Hand eine Spur länger fest, als ihr angenehm war. »Ich glaube, Sie wollen mich sprechen.«